Frühstück mit Professor Thomas Walter. Morgen, Gerhard. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Professor Walter ist Professor für Informatik. Er ist Direktor des Zentrums für Datenverarbeitung, ZDV. Er ist Dekan des Fachbereichs Informatik für den Bereich Medizin. Informatik. So. Und er ist Vorstandsvorsitzender des Hochschulinformationssystems. Das ist auch ein großes Konsortium. Das heißt, Sie haben ganz viele Hüte auf, viele Bälle in der Luft. Und das ist ja, aber ich kann auch viele Synergien heben, wie man so schön sagt, und damit vieles erleichtern. Und jeder Bereich hat den Vorteil davon, ja, dass das Vernetzen stattfindet und dass wir da synergetisch vorgehen. Das ist ganz wichtig, sonst würde ich das jetzt auch nicht schaffen. Also ist klar. Sie sind eine wichtige Person jetzt und wir lernen reden können über das Rechenzentrum der Universität Tübingen. Wir werden reden können, aber mit Ihnen jetzt erstmal als Universitätsprofessor über digitale Lehre und wie Sie das erleben an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Können Sie uns mal vielleicht erst einen Einblick geben in Informatik? Wie viele Leute sind denn da? Erstmal vielen Dank für die Einladung als ja, Gast einer Nachbarfakultät, aber nicht direkt Mediziner. Es ist schön, mal unsere Sichtweise zu diesem sehr besonderen Semester, was uns betrifft, was die Studierenden betrifft, mal zu vermitteln. Ja, bei uns ist der Semesteranfang rein digital. Es gibt keine Präsenzlehre. Die Informatik in Tübingen ist inzwischen eine sehr große Informatik. Wir haben fast 2000 Studierende. Wir haben 5 Bachelor-Studiengänge, sind sehr breit aufgestellt. Machine Learning haben einen großen internationalen Schwerpunkt, der auch ein Exzellenzcluster geworden ist, und sind hier insgesamt gut vernetzt. Klar, Informatik, da ist digital auch naheliegend. Wir haben wirklich die Voraussetzungen gut nutzen können und sind rein digital in die Lehre gestartet. Haben uns hier breit für aufgestellt. Es gibt ganz verschiedene Techniken, Ansätze, wie wir das machen, jeder Kollege. Wir lernen auch alle, auch die Lehrenden lernen mit dem Semester, welche Formate kommen an. Ich glaube, für mich die große Herausforderung ist es, die digitalen Formate, die wir haben, auch interaktiv zu gestalten. Ich will die Rückkopplung von dem Studierenden gucken, er müsste Fragen stellen können, er soll sich eingebunden fühlen. Das ist momentan die Herausforderung bei dem neuen Format, only digital, wie wir das angehen. Aber ich glaube, wir haben da schon die ersten 3 Wochen viel gelernt, sind also Stunden. Auch in dem besonderen Semester interaktiv in einen Dialog mit den Studierenden zu treten, die halt nicht mehr im Hörsaal sitzen, ja, die ich nicht mehr sehe, so das ganz Besondere in dem Semester. Es sind ja die 2 Begriffe der asynchronen Lehre und der synchronen Lehre, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Ich kannte die zuvor eigentlich gar nicht. Das habe ich sie noch nicht verwendet. Wenn Sie mal sagen, was Ihnen lieber ist, mit welchen Techniken arbeiten Sie denn? Also, das ist eine ganz wichtige Frage. Und die Frage hat uns vor dem 20. April, 20. April Beginn der digitalen Lehre in Baden-Württemberg, die 3-4 Wochen davor haben wir das ganz intensiv diskutiert und auch aus meiner Wahrnehmung gab es die Begriffe vorher so in der Intensität nicht, wie wir sie heute verwenden. Asynchron, zeitversetzt, ich kann on demand die Lehre abrufen, wie ich sie brauche, als Livestreaming, als Konserve. Ich kann die PDFs der Vorlesung anschauen, das kann ich 7x24 die ganze Woche machen, nämlich nicht an den Zeitzonen. Synchron, die Vorlesung ist wie das Frühstücksfernsehen 8 Uhr bis 8.30 Uhr. Ich muss dann online sein und die Lehre zu. Beides hat Vor- und Nachteile. Die großen Bedenken bei der Synchrone, die wir hatten, sind einmal, kriegen wir einen Stundenplan hin, der überschreitungsfrei ist. Und das hatten wir im Vorgespräch gesehen, ist gerade in der Medizin eine besondere Herausforderung, weil ihre Studierende nicht nur das Studium haben, sondern auch im Klinikum und anderen helfen. Das hat jetzt die Gesamtuniversität nicht in diesem Ausmaß. Da sind wir entspannter. Das Zweite ist, was machen denn die Netze? Da hat wirklich jeder Student, egal in welchem Homeoffice er ist, die Möglichkeit, die synchrone Lehre zu jedem Zeitpunkt abzurufen. Der große Vorteil der synchronen Lehre ist, das sind 2 Vorteile. Das eine ist natürlich lebendiger. 8 Stunden die Konserve anzuschauen. Ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, ein sehr anstrengendes in der Medizin.
das ist schon, verlangt sehr viel Selbstherrn. Das ist eine große Herausforderung. Und das Zweite ist, bei der Synchro wäre ganz viel im Kanal arbeiten. Ich habe den Chat und kann live gucken, welche Fragen kommen. Ich kann bei den Studenten ganz spontan eine Umfrage machen. Ich kann sagen, ihr habt ihr das verstanden? Wollt ihr den Schwerpunkt vertiefen oder diesen Schwerpunkt? Oder, ja. Ich kann sehr viel mehr Interaktion machen. Das geht faktisch nur bei der Synchro. Ich selbst in meiner Lehre mische die Form. Ich mache synchron. Das wird sehr gern wahrgenommen, zeichne das aber auf. Verteilt jetzt, dass man sagt, hier kommt also der Teil der Veranstaltung, dann kommt der nächste Teil der Veranstaltung. Der Student kann sich dann asynchron einfach ein Bild davon machen, was er verpasst hat, oder kann es vor der Prüfungsvorbereitung nochmal sich anschauen, um sich da besser vorzubereiten. Mhm. Herr Walter, lassen Sie uns mal über die verschiedenen Plattformen reden. Das ist ja, ja gerade in aller Munde. Da ist auch immer Frage Datenschutz im Hintergrund sehr heiß diskutiert. Ja. Mit was für Systemen arbeiten Sie denn? Also wir haben an der Universität auch gemeinsam mit der Universitätsbibliothek einen Baukasten entwickelt für die Lehrenden, sodass der Lehrende selbst unter vielen Bausteinen sich dann die besten, die für ihn passen, zusammensetzen kann. Da gibt es die Live-Übertragung von Vorlesungen TIMS, die wir aus 3 Vorlesungsräumen live streamen. Auch später dann wieder asynchron zum Download, wenn der Dozent möchte, auch das noch. Es gibt die Möglichkeit, seine eigene Vorlesung, häufig hat man ja PowerPoint oder ähnliche Techniken, aufzuzeichnen, zu besprechen, den Film bereitzustellen. Dafür bieten wir verschiedene Möglichkeiten an. In Ilias integriert, in Moodle integriert, PowerPoint selbst kann das in der Windows-Version. Und dann kann man über die Lernplattformen Moodle und Ilias dieses dann bereitstellen. Und dazu kommen viele 5 verschiedene Videokonferenzsysteme, die die Dozenten nutzen für verschiedene Zwecke, bis hin zu sehr großen Systemen, die bis 500 Teilnehmer gleichzeitig verarbeiten können. Etwa Physik für Nichtphysiker ist eine der größten Veranstaltungen der Universität. Da haben wir 500 Teilnehmer, die über eine solche Plattform live, synchron an einer Veranstaltung teilnehmen können. Und das funktioniert problemlos. Wir haben vorher die Experimente aufgezeichnet, blenden die dann live ein. Aber die Veranstaltung selbst mit 500 Teilnehmenden läuft live statt und das funktioniert. Das Wichtige, und das war die große Frage, was macht die Netze? Und wir beobachten das natürlich permanent, was macht das Wissenschaftsnetz? Das ist erfreulich entspannt. Wir kommen in eine Auslastung in Spitzenzeiten Baden-Württemberg weit um 30%. Okay. Das ist sehr erfreulich. Wir haben halt zwar die digitale Lehre, wir haben aber nicht 30.000 Studierende hier im WLAN jeden Tag. Und das gleicht eigentlich den Mehrbedarf der digitalen Lehre aus, sodass das Netzwerk hier entspannt ist. Das waren wir uns vorher nicht so sicher in dem Ausmaß. Das ermöglicht aber uns jetzt auch, oder den Dozenten, viele digitale Lehrformate synchron zu verwenden, wo wir vorher eher davon abgeraten haben. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz sagen, ist auch wir im Studiengang, in den Studiengängen der medizinischen Fakultät sind natürlich, werden von Ihnen unterstützt und da sind Sie unsere Ansprechperson. Jetzt hat den Datenschutz haben wir noch übersprungen, ne? Da, ja, ja. Der ist natürlich in Ihrem Fach. Also ja, klar. Das ist jetzt eine andere Herausforderung. Ja. Ja, und ich habe gesagt, wir haben 5 Videokonferenzsysteme, die unterscheiden sich in ihrer Leistungsfähigkeit, aber auch in ihrem Datenschutz. Möglichkeiten. Das dem sind sicherste ist das kleine, ist Jitsi, das läuft nur im ZTV auf Servern der Universität, kommt kein Fremder drauf, ist im internen Netz. Super gut für Prüfungen, für vertrauliche Sachen, aber nur für Teilnehmerzahlen bis etwa 10. Ja, mehr können wir da nicht. Das größte System ist ein externes Zoom, heißt das, sehr beliebt bei den Dozenten, auch bei den Studierenden, ist das leistungsfähig, ist technisch. Läuft in dem Sinn unabhängig vom universitären Netzwerk, über weltweite Netzwerke. Hier gibt es wichtige Empfehlungen des ZTVs, die wir für die Dozenten bereitgestellt haben, wie ich als Dozent meine Videokonferenz konfiguriere. Der Dozent hat ja viele Möglichkeiten und nach den Empfehlungen ist es so, dass der Student an Bootrand teilnehmen kann und nur aus dem Browser ohne Client teilnehmen kann. Wenn das befolgt wird, ist praktisch die Teilnahme des Studenten faktisch anonym, unbekannt.
Damit ist auch der Datenschutz für den Studierenden völlig unkritisch. Natürlich wird der Dozent selbst potenziell aufgezeichnet, aber da gehe ich jetzt von aus, dass die akademische Lehre problemlos ist, dass hier keine Gefahr darstellt, außer etwa wieder in ihrem Fachbereich mit Patientendaten. Da habt ihr eine ganz andere Herausforderung. Da müssen wir andere Lösungen finden, wo wir auch gemeinsam dran arbeiten. Genau. Also, das ist jetzt, denke ich, sehr wichtig zu erwähnen nochmal, weil die Studierenden, die jetzt sehr viel asynchron machen mussten, jetzt im Bereich der Medizin, sind natürlich jetzt nicht so glücklich, dass sie nicht wie in anderen Fachbereichen sofort mit der synchronen Lehre beginnen konnten. Auf der anderen Seite haben Sie ja schon gesagt, bei uns sind sehr viele eingebunden in der täglichen Arbeit im Klinikum, sodass synchrone Sachen jetzt auch schwierig sind. Aber wir fangen mit synchron an und da helfen Sie uns natürlich ganz. Ja, also aus meiner jetzt persönlichen Dozentenerfahrung. Ich habe dann auch meine eigenen Studenten, und ja, in Veranstaltungen sind es um die 200, einfach im Chat danach mal gefragt, jetzt sagt mal anonym, wie ist es denn? War das jetzt okay? Und ganz interessant, es kamen mehrere, viele Rückmeldungen, die sagten, bitte nicht mehr in den Hörsaal, mach das weiter so. Was sagen Sie, würden Sie das wollen? Also, ich persönlich bin wahnsinnig gespannt auf das Wintersemester 2021. Wenn hoffentlich Corona so weit im Griff ist, wir könnten wieder in den Hörsaal. Jetzt, was machen wir dann? Machen wir dann wieder das Klassische wie seit 100 Jahren? Was behalten wir von diesem Sommersemester 2020, von den digitalen, wie mischen wir die Dauer haben? Das wird ein wahnsinnig spannendes Semester, irgendwie wieder zurückzugehen, aber durchaus jetzt von den neuen Sachen, welche rüberzurennen, fortzuführen, da bin ich wahnsinnig gespannt. Also, ich will noch einen Satz ergänzen. Digitale Lehre sehen wir immer aus Sicht des Studierenden. Das ist erstmal total wichtig. Wir sollten aber auch mal als Sicht des Dozenten sehen. Ich finde es als Dozent schon schwer. Im Hörsaal sehe ich die Gesichter und sehe, wenn die einschlafen, wenn die panisch gucken, weil das nicht zu schnell wird oder sowas. Das sehe ich im Digitalen viel, viel weniger. Wir nutzen zum Beispiel den Chat intensiv, sagen hier, schreibt da was, wenn irgendwie was ist. Aber Vorlesung halten, Mikrofon, Technik und noch Chat lesen, das ist schon eine Herausforderung. Ja? Mir als Dozent, ich selbst vermisse ein bisschen so das direkte Feedback mit den Studierenden. Insgesamt, also gerade bei einer Veranstaltung mit 200 Personen, ist das digitale Format besser, weil jeder, auch der ganz hinten sitzt, kann im Chat was eintippen. Es gibt kein Vorne und hinten wie im Hörsaal. Jeder ist in der ersten Reihe und jeder ist direkt eingezogen. Und das kommt gut an. Das nutzen die Studierenden. Von daher glaube ich, ist aus Studierendensicht in der Tat, und das haben auch mehrere Kollegen bestätigt, die digitale synchrone Lehre positiv. Ich finde es als Dozent manchmal nicht leicht. Also ich freue mich wieder auf den Präsenzunterricht. Ich freue mich auf unsere Studierenden und ich möchte die... Mensch, mal wiedersehen, würde ich auch gerne, ja. Ein Student wiedersehen wäre auch mal gut, ja. Absolut, absolut. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Wie haben die Beobachtung gemacht, dass die Studierenden das auch lernen müssen im Chat? Also parallel etwas anzuschauen, ja. Parallel zu chatten. Ja. Ich kriege immer zurückgespielt, dass von Dozierendenseite, dass die Studierenden gar nicht genug chatten. Man würde erwarten, dass da sehr viel mehr Fragen kommen. Also, jetzt muss ich ja wieder meine persönliche Subjektive darstellen. Digital Lehre ist ja nicht neu. Wir haben mit diesen Formaten Moodle, Ilias vor 10 Jahren angefangen. Irgendwas in der Und damals habe ich gesehen, Foren, Chat wird viel genutzt. Vor gefühlt 5 Jahren ist das eingeschlafen. Da war das nichts Tolles mehr, dass der Student, der dann kam, machte das seit frühester Kindheit, warum soll ich da auch noch chatten? Dann haben sich Parallelstrukturen gebildet. Ich hatte mal eine große Mathematikveranstaltung, da gab es eine Facebook-Gruppe zur Mathematik und da haben die Studenten unter sich ohne Dozenten gesprochen. Da war viel mehr los, in der offiziellen war wenig los. Das war jetzt die letzten Jahre. In dem Semester ist es jetzt wieder anders, weil der Student über den Chat eigentlich diese offizielle Kommunikationsmöglichkeit hat. Und wir selbst versuchen ihn auch zu animieren, zu bewegen, nutze das. Wir stimulieren ihn dazu. Und dann wird es auch viel genutzt. Also, wenn wir sagen, jetzt bei mir der Chat ist was ganz Wichtiges und da kommt richtig viel. Die
verschiedensten Fragen und auch was sehr schön ist. Student stellt fachliche Fragen in der Veranstaltung und andere Studenten beantworten. Ich kann selbst gar nicht beantworten. Finde ich sehr schön, wenn sie Studenten selbst helfen. Da entstehen auch jetzt neue Verhaltensweisen. Das ist ganz wichtig. Und nochmal, wir werden alle durch dieses Semester viel lernen. Das ist noch kein Standard. Wir werden auch in 6 Wochen mehr wissen, die Techniken noch ein bisschen anders nutzen. Das ist einfach spannend. Für die Studenten auch. Auch die Studenten sind hochmotiviert, das sehen wir auch immer. Finden da, oh, was passiert da in diesem Semester? Wie organisiere ich mich jetzt? Wie bringe ich mich ein? Ich hatte Montag, den 20. für die Veranstaltung an. Ich habe sonntags, mittags den Link rumgeschickt, wie melde ich mich ein? Nach 10 Sekunden waren die ersten 5 da und wollte es gleich ausprobieren. Sie also, haben halt auch Medizin, Informatiker am Start. Das ist die wichtigste, ja. Oder überhaupt Informatiker, das sind natürlich sehr Medien- und viele Leute. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also das sind natürlich, ja, da ist jetzt bestimmt meine subjektive Wahrnehmung nicht ganz für die Universität. Wir haben natürlich Studierende, für die diese technischen Mittel Standard sein sollten oder Standard ist. Sagen Sie mal, wie gut sind denn eigentlich die einzelnen Standorte vernetzt? Haben Sie Kontakt mit den Rechenzentren der anderen Universitäten? Ja, sehr viel. Wir haben jeden Freitag 14 Uhr landesweite Videokonferenz mit allen Rechenzentren. Machen Sie das mit Zoom oder mit? Wir machen das mit Cisco Webex, aber eine ganz ähnliche Lösung. Das ist nur einfach, weil der Kollege, der das ursprünglich eingeladen hat, die Lösung hat. Technisch ist die Zoom-Lösung die stabilste und auch von der Audioqualität die beste. Ja, das ist einfach so. Ja. Ja, und wir haben auch jeden Freitag eine Videokonferenz zwischen allen neuen und besprechen mal, was passiert bei Ihnen. Wie geht wieder vor? Auch diese Frage synchron, asynchron. Die Uni Ulm macht ganz viel asynchron. Wir sehen auch heute, dass die Dozenten sich zunehmend weniger an die Vorgaben halten, die bestimmt Sinn machen, weil halt das Synchron besser wird. Aber da gleichen wir uns ab, wer macht was. Und da war bisher die Lehre das große Fokus. Jetzt dreht es sich langsam. Das Semester hat irgendwann ein Ende, dann kommen Prüfungen. Und jetzt fangen die großen Überlegungen an, wie kann ich denn, sollte Corona, Kontaktverbot, das alles weiter bestehen, wie können wir denn Prüfungen im Sommersemester 2020 machen? Gibt es Möglichkeiten schon? Was natürlich, es gibt auch Vorgaben vom Land, wie das sein könnte. Erstmal prinzipiell möglichst wenig Kontakt. Mündliche Prüfungen kann man an sich auch sehr gut mit einer Videokonferenz machen. Ja, ich sehe den Studenten, muss er gucken, dass seine Hände nicht an der Tastatur sind. Allein im Raum ist, aber da gibt es Möglichkeiten. Das Problem sind große Veranstaltungen mit 500 Teilnehmern, habe ich schon gesagt, die schriftlich geprüft werden. Dann kommen noch 200 dazu, die ich letztes Mal durchgefallen habe, die 700 Teilnehmer. Wie wir das machen wollen, wissen wir noch nicht. Wir gucken gerade, wie wir große Hörsäle vorbereiten können, um unter den Corona-Bedingungen, unter den Hygieneauflagen solche großen Prüfungen zu machen. Aber es ist neues Terrain auch. Auch hier müssen wir Neues lernen. Rechtliche Fragen dazu, wie unabhängig ist dann so eine Prüfung und so weiter. Also, das wird spannend. Also, das ist bei uns in der Medizin ganz genauso mit vielen großen Porten, viele Prüfungen. Ja, genau. Da müssen wir gemeinsam gehen. Was entgegnen Sie eigentlich den Leuten, Studierenden, die sagen, an der Uni sowieso funktioniert alles, bei uns klappt es nicht? Gibt es welche, die das sagen? Ich habe den Eindruck, das sind immer Einzelerkenntnisse. Ja. Natürlich sind das Einzelmaßnahmen und man muss auch sehen, wenn ich jetzt wirklich im Homeoffice bin und habe dort privat ganz schlechte Netzungen, habe ich ein Problem. Ja, das gibt es leider sehr vereinzelt, aber gibt es auch bei unseren Studierenden. Da kann aber die Uni nichts dafür, habe ich in jedem System Probleme. Insgesamt, wir hatten, ich will nochmal auf diesen 20. April dieses Jahres zurückkommen, die Lehre fing an und genau an diesem Montag hatten wir gleich 3 technische Probleme parallel. Nach vielen Jahren hat sich der Anmeldungsserver mal verschluckt und musste repariert werden. Das hat er bis 11 Uhr morgens gelöst. Dann hatte das Moodle-System ein Softwareproblem. Das Media-System war durch die große Nachfrage eingebrannt. Wir haben dann bis in der Nacht und auf Dienstag alles repariert gehabt. So und seit Dienstag, dem 21. läuft es nach unserem Alle, was wir sehen und auch hören, stabil, gut und jeder kann, so wie Netzanbindung, lokal verhandeln. Das Problem muss an der Lehre sein. Wir sehr froh sind. Wir sind immer für Rückmeldungen froh, um was zu lernen, aber es sieht jetzt stabiler aus. Also, sehr froh. Das war bestimmt sehr anstrengend. Das war spannend, ja. Ja.
Okay, wir machen jetzt einen kleinen Einspieler, das heißt Gong. Und zwar, wir wollen als Einspieler das Zentrum für Datenverarbeitung sein. Jetzt ohne Ton, das heißt, wir können sprechen. Den Herrn kennt ihr jetzt, das ist ein Vertreter des Anatomischen Instituts, der hier als Student schauspielert. Und was ist das denn? Das Ninja Genius war, den Begriff kennt manche aus der Apple-Welt, unser Helpdesk, eigentlich für Studierende, wird aber auch von Mitarbeitern genutzt, wo sie mit ihrem Gerät hingehen können und einfach Fragen stellen können, wenn man so WLAN zugang. Nein, das war was anderes, das haben wir auch. Aber die Plätze waren Schulungsräume. Wir haben 3 Schulungsräume für Gruppen so bis 30 Personen, wo wir IT-Kurse speziell für Studierende anbieten, okay, die momentan halt wegen Präsenzsituation nicht. Das ist jetzt spannend, das sieht aus wie bei Google. Das ist unser kleiner Rechner-Serverraum. Das sind halt moderne IT-Betriebsräume, sogenannte 19 Zoll Racks, die gefüllt sind. Ja, und das sind jetzt 1-2 große Serversysteme, die der Kollege reinschiebt. Meistens haben sie 16 solche Server in einer Box drin. Das ist schon richtig starke Rechenleistung, die wir auch so für Multimedias momentan brauchen. Okay. Also das ist ein kompletter Server, den Sie da eben gesehen haben. Mit 2-4 CPUs, mit sehr viel Memory und allem, was da drin ist. Danke. Beider verlässt sehr glücklich. Das freut uns, das ist natürlich sehr schön. Ja, aber wir sind gerade schon in einer spannenden Lage als Universitätsrechenzentrum, sehr gefragt und wir sind auch sehr froh, sehr motiviert, der Universität da den Dienst zu geben, den sie jetzt braucht in der Phase. Und ich will auch die Chance nutzen, meinem Team in der Rechnerstraße und der Wilhelmstraße hier in Tübingen zu danken, was wir da die letzten Wochen geleistet haben. Das war gigantisch. Naja, man muss sagen, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn da? Ja, insgesamt mit allen Bereichen ziemlich genau 100 Beschäftigte. Da muss man sehen, die größte Abteilung ist Verwaltungs-IT, die Verwaltung unterstützt in dem Bereich. Wissenschaftliches Rechnen auch mit 10 Personen und für High-Performance-Computing. Das gehört ja alles mit dazu. Netzwerkbetrieb, in alten Ausführungen, in der kompletten Universität und so weiter. Das gehört da alles. Ja, vor allem auch jederzeit. Ja, das wollen wir leisten, wobei einfach die Supportanfragen enorm gestiegen sind. Ja, das ist jetzt eine richtige Herausforderung durch Homeoffice, durch all die Sachen, die wir da haben, ist da einfach sehr viel Nachfrage und wir hoffen, wir kommen nach mit den Antworten. Es gibt ein paar Fragen aus dem Chat und das ist ein gutes Beispiel für synchrone Lehre. Jawohl. Also hier beim Frühstücksfernsehen übrigens am ersten Tag 1800 Zuschauer, die sehr Fragen schön, stellen können. Das ist super. Jetzt, Herr Professor Walter-Sohn, die Frage, wie viel Speicherkapazität gibt es beim ZDV? Also ich meine jetzt wirklich echt den Speicher, wo wir Daten speichern, das sind etwa 15 Petabyte, die wir heute anbieten. Das Größte, Allergrößte dabei ist wissenschaftliches Rechnen, Bioinformatik, Medizininformatik, da fallen große Daten an, die wir auch in deutschlandweiten Projekten vernetzen, unter den entsprechenden Sicherheits- und Datenschutzbedingungen mit einbringen. Das ist der Allergrößte, die reinen Verwaltungsdaten. Jeder Student hat ein kleines Home Directory mit seinem Account und so weiter. All diese Daten von den Arbeitsgruppen. So ganz grob, wenn man alles addiert, sind wir im Bereich 15 Petabyte. Klingt viel. Und das dann meistens nochmal gespiegelt, weil der Speicher kaputt gehen kann. Dann muss er am zweiten Standort nochmal da sein. Man schiebt ja auch Daten zu zentralen Rechnersystemen. Genau sowas. Wir wollen eigentlich keine Daten auf dem lokalen Rechner. Dem kann immer was passieren. Die Festplatte kann physikalisch kaputt gehen, das Notebook kann gestohlen werden. Ja, dann sind die Daten weg. Viel wichtiger als die Hardware.
Wir wollen, dass die Daten zentral liegen. Und dann von dem zentralen Datenbestand wird dann gleich Kopie gemacht. In der Regel alle 4 Stunden machen wir einen Snapshot, sagen wir das. Man kann ja auch in der Historie zurückgehen und kann dann sagen, wie sah denn die Datei vor 4 Wochen aus? Mhm. Und kriegt dann noch die Version. Am Samstag habe ich gelesen, Ruhr-Uni Bochum, ja. Hat ein Riesenproblem bekommen, weil es gehackt wurde. In Gießen gab es das vor einem Monat, 2 Monaten. Die waren richtig lange vom Netz. Was ist passiert? Ist das gefährlich bei uns auch? Ja, das ist extrem gefährlich. Corona ist zwar in aller Munde, ist aber für mich nur eins von 2 Viren, die mir richtig Sorgen macht. Das andere, was mir schon seit letzten November große Sorgen macht, heißt Emotet. Sein Computervirus. Emotet ist ähnlich wie der Bundestrojaner, aber jetzt rein kriminell genutzt, der High-End-Angriff, den es zurzeit gibt. Emotet selbst ist gar nicht mal gefährlich, der macht gar nichts, das ist ein Baukasten. Und wenn man Emotet sich eingefangen hat, kann der Emotet steuert, dynamisch andere Schadsoftware nachladen. In der Regel wird erst Trickboard nachgeladen, damit wird die Einrichtung ausspioniert. Es wird gezielt nach Kennwörtern gesucht, dass ich andere Accounts angreifen kann. Und ganz zum Schluss wird alles verschlüsselt und dann kommt eine nette Bitte, einen größeren 6- oder 7-stelligen Betrag zu bezahlen, um alleine seine eigenen Daten wiederzubekommen. Das ist in Gießen passiert, das ist höchstwahrscheinlich nach allem, wie es aussieht, jetzt an der Universität Bochum passiert. Das ist auch im medizinischen Umfeld schon passiert, in manchen Krankenhäusern. Das ist momentan die schlimmste Art des digitalen Angriffs, der uns große Sorgen macht. Wir haben die uns bekannten Mechanismen alle ergriffen, aber es gibt nicht den Schutz vor diesem Angriff. Das ist einfach extrem komplex und auch die Ganoven lernen da ganz schnell dazu. Und in Gießen, was macht man denn dann? Da muss man dann Geld zahlen oder man Gießen kann ja hat nicht bezahlt. Aber Gießen hat 3 Monate gebraucht, bis die IT wieder am Laufen war. Eine andere Universität, nicht in Deutschland, aber auch in Europa, hat bezahlt. Die Angaben monetär gehen im Bereich von 200.000 bis 3 Millionen, genau sagen sie das nicht. Die waren dann nach 2 Tagen wieder online. Aber die Lösegeldsumme zu bezahlen ist bestimmt, muss man sich mehrfach überlegen, weil damit ja die Angreifer noch motiviert, das wieder zu machen. Gießen musste dann die komplette IT wieder neu aufbauen. Die hatten schon noch über die Backups die Daten. Die wussten aber nicht mehr, wem die Daten gehören, weil die Benutzerdatenbank so korrumpiert war, dass sie nicht mehr wussten, welcher Nutzer ist denn der Herr Hirt? Welche Daten gehören? Oh Gott, da drücke ich uns die Daumen. Weil ja, gut, also wir sind natürlich da sehr wachsam. Und das Einfallstor für diesen schlimmen Angriff, Emotet, ist immer der Endbenutzer. Sie kriegen eine E-Mail mit einem Attachment, vielleicht sogar von einer Ihnen bekannten Person. Vielleicht sogar als Antwort auf eine Mail von Ihnen selbst, wo Sie eine Antwort drauf erwarten. Und da ist bitte hier im angefügten Word-Dokument ist noch die Antwort drin, bitte bearbeite den Text weiter. Und dann muss man 2-mal auf Makros aktivieren klicken und dann hat man verloren. Dann hat die Einrichtung verloren. Wenn das geschieht, sofort Netzwerkstecker ziehen und das Rechenzentrum. Ganz extrem vorsichtig sein mit Attachments im Office in der richtigen Wörter. Makros aktivieren bei Attachments. Wir blockieren die auch schon sehr frühzeitig. Wenn Sie sowas bekommen, ganz, ganz wichtig, vorsichtig sein, maximal vorsichtig sein. Okay, war jetzt auch nochmal wichtig. Danke, dass ich das sagen durfte. Ja, das ist der andere Virus, der uns zu schaffen macht. Genau. Es sind noch ein paar Fragen im Chat aufgekommen. Da geht es jetzt um Konzepte der digitalen Lehre. Prüfungen haben wir beantwortet, denke ich. Muss man sehen, wie man das handhaben kann. Gerade mit großen Kohorten ist das halt eine Besonderheit. Asynchrone Lehre wird hier nochmal gefragt. Einschätzung, Vorteile der asynchronen Lehre. Wir haben gesprochen über Vorteile der synchronen Lehre. Ja. Was gibt es bei Asynchron? Nochmal 2 große Vorteile. A, Ihr Rechner geht gerade nicht. Netzwerkverbindung ist schlecht. Irgendwas, Kabel-BW auf hier in Tübingen, bei mir fällt manchmal aus. Asynchron können Sie das Ganze dann eine Stunde später oder wann es halt passt, wenn es wieder geht,
abrufen. Synchron ist dann vorbei. Ja? Wenn es wirklich nur synchron ist, ist das wie eine echte Vorlesung. Sie müssen um 8 Uhr online sein. Wenn Sie das nicht sind, verpassen Sie es. Das ist ein Vorteil. Und natürlich, man kann es mehrfach hören, wenn es Terminüberschneidung gibt. Wir hatten das gesagt, die Medizinstudenten, die auch noch andere Sachen jetzt machen, ja? Die können halt nicht dienstags um 14 Uhr online sein. Ja? Dann ist synchron ganz schlecht, das kann ich asynchron viel besser abfedern, das kann ich halt on demand abrufen, dann, wenn ich Zeit habe, wenn die Technik geht, wenn ich es brauche. Und natürlich, ich kann es wiederholen, ich kann vor der Prüfung das nochmal anschauen, nochmal vertiefen. Okay. Ich kann die Frage jetzt hier, sich an die Regie sagen, leider nicht mehr lesen, weil da eine lange Frage ist, aber die darunter müsste man scrollen. Genau. Könnte man die Corona-Krise und den Schub der Digitalisierung nicht auch für ein System-Update und eine Modernisierung von Siemens? Siemens ist jetzt etwas, was... Genau. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt... Ich kenne es vom Namen, kennen. Aber nicht inhaltlich. Ja. Siemens nutzen, das wäre klasse. Ja, Siemens ist etwas, ist ein Eigengewächs der medizinischen Fakultät. Und darüber haben wir jetzt gearbeitet. Aber Sie arbeiten ja mit ALMA viel genau. Und intensiv. ALMA ist das Campus-Management-System. Sie haben schon das Hochschulinformationssystem erwähnt. Eine Einrichtung, die es seit 1969 gibt, seit über 50 Jahren. Ein Softwarehaus der Hochschulen, die im Prinzip für fast alle deutschen Hochschulen das Campus-Management bereitstellt. Und ALMA ist die neue Technik, die wir jetzt gerade jetzt eingeführt haben, in einem langen Projekt zum 1.4. praktisch fertig sind und damit halt das Campusmanagement an der Universität bereitstellen. Und auch in dem Sommersemester intensiv genutzt haben, insbesondere um den Studenten die erste Information zu geben, wie finde ich denn meine digitale Lehrveranstaltung. In der realen Lehre gibt es unsere, wir wissen das beide, die erste Lehrveranstaltung, wo ich alle im Hörsaal sitzen sehe und sage, guck, da ist der Moodle-Kurs oder da ist dieses und da ist jenes. Das hatten wir dieses Semester nicht, diese erste Präsenzphase. Wir mussten irgendwie dem Studenten sagen, wie findest du den Einstieg in deine virtuelle Veranstaltung? Dafür haben wir dann gleich einmal genutzt, da gab es zu jeder Veranstaltung ein Sonderfeld, das sehr prominent hervorgehoben war, digitale Lehre, Sommersemester. Wie finde ich da rein? Ja, und die Frage mit Siemens, klar, das ist etwas, was jetzt natürlich diskutiert wird, wie wir damit umgehen. Und da gibt es sicherlich auch Notwendigkeiten, etwas zu verändern. Wie überall an allen Systemen kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt einfach einen großen Schwung gibt. Eine Welle, die wir jetzt reiten müssen. Freuen Sie sich drauf, auf das, ja. Was kommt? Ja, also es ist eine Chance, das ist natürlich auch eine Herausforderung, das ist klar, das wissen wir, aber es ist auch eine große Chance. Und wie ich schon mal vorhin gesagt habe, das Wintersemester 2021, das wird so spannend, weil dann können wir, haben wir jetzt viel gelernt, wir wissen, was wir früher hatten, und dann überlegen wir, wie wir das in die Zukunft führen, wie wir ja, die Vorteile von dem Sommersemester 20 nutzen, um natürlich, wie Sie es auch schon gesagt haben, wieder mehr Präsenz zu haben, den Studenten zu sehen, aber trotzdem das, was wir jetzt gelernt haben, weiterzubehalten und zu verbinden. Eine bessere hybride Zukunft. Ich glaube nicht, dass der Königsweg rein digital ist, dann wären wir eine Fernuniversität. Ich glaube auch nicht mehr, dass es so ist, wie sie letztes Jahr noch war, dass es rein Präsenz ist. Hier wird Mischform finden. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und wir machen das mit Ihnen. Dank Ihrer Hilfe. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Walter, dass Sie uns berichtet haben, dass Sie gekommen sind. Sie müssen jetzt ins Rektorat zum Rektor. Zum nächsten Gespräch grüßen Sie ihn ganz herzlich und wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Morgen wird die Covid-19-Ringvorlesung stattfinden, mittags um 12 Uhr und anschließend der Lunchtalk. Es wird kommen Herr Professor Kremsner und er ist wirklich eine der Personen, die sehr früh begonnen hat, klinische Studien zu beginnen, auch in Bezug auf Covid-19. Und das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Wir freuen uns auf Sie. Jetzt kommt ein Einspieler, noch eine Sache. Am Mittwoch, dann früh morgens, kommt Frau Dr. Federle. Wir alle kennen sie, die Tübinger Notärztin, die Dame, die es geschafft hat, die Fieberambulanz innerhalb kürzester Zeit zu erfinden und
das wird sicherlich sehr, sehr spannend, über das Deutsche Rote Kreuz zu reden und über das, was alles geschieht im Hintergrund. Wir haben am Donnerstag dann wieder eine Sektion Chirurgica Folge, die Sie jetzt auswählen können, die Medizinerinnen, Mediziner unter Ihnen. Es sind zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Nummer eins, Traumapatient, präklinische, klinische Versorgung oder die Chirurgie des kleinen Beckens. Stimmen Sie ab, der Barcode ist unten eingeblendet gewesen. Stimmen Sie bitte ab und wir sind gespannt, für was Sie sich entscheiden. Und das wird dann am Donnerstagabend um 18 Uhr gestreamt. Und jetzt vielleicht noch eine kurze Ankündigung. Ich möchte nur noch ein Wort sagen, ja. Ich will mich mal für die Einladung bedanken. Das war sehr schön, hier mal auf die Sicht der MNF darzustellen. Und ich möchte Ihnen persönlich, dem ganzen Team danken. Ich finde das auch ganz toll, was Sie hier leisten, machen. Die Studierenden so mit Informationen zu versorgen, das Digitale so zu nutzen, ist eine super Aktion der Medizinischen Fakultät. Dankeschön. Wollte ich einfach nochmal sagen. Das ist wunderbar, vielen Dank. Ja, also jetzt kommt der Einspieler und der ist von unseren Hiwis und Medizinstudierenden und Mitarbeitern der Anatomie, der Core Facility Medientechnik Medizin hier am Anatomischen Institut gemacht worden. Ich muss voraussetzen, es sind lauter einzelne Teams, die da zusammenarbeiten. Das heißt, wir mischen die einzelnen Teams möglichst nicht, so dass die Infektionsgefahr gering bleibt. Bedeutet aber in der täglichen Arbeit, dass hier natürlich die Leute, die sehr intensiv zusammen interagieren, zu zweit, natürlich nicht immer die Abstandsregelung einhalten können bei der täglichen Arbeit. Aber schauen Sie selber.